Telefonisch zugeschaltet ist mir nämlich jetzt die Schauspielerin und ehemalige Lebensgefährtin von Dieter Wedel, Ingrid Steeger. Guten Tag, Frau Steeger. Hallo. Ja, Sie waren ja selbst 5 Jahre mit Dieter Wedel liiert. Was denken Sie, wenn Sie jetzt von diesen Vorwürfen hören? Ich bin entsetzt, was man mit ihm anstellt. Und ich sage auch, das ist Rufmord, was man mit ihm macht. Jetzt. Absolut Rufmord. Wedel ist kein gewalttätiger Mensch. Und sexuell schon gar nicht. Ne? Also, und das sind die Schauspielerinnen, die sich sowieso freiwillig ihm hinlegen. Das habe ich ja, Entschuldigung, Herr Stocker, das habe ich ja schon alles erlebt. Ne? Also, jetzt liegen ja den Kollegen der Zeit eidesstattliche Erklärungen vor. Es gibt ja auch Arztberichte, es gibt Dokumente. Aber da wissen Sie, einen Attest kriege ich jederzeit, wenn ich wo nicht spielen will. Das kriege ich jederzeit vom Arzt, das ist kein Problem. Und nach 20 Jahren ist das, 20, 30 Jahren ist das eine Frechheit. Also. Was macht Sie so sicher? Warum sind Sie so überzeugt von seiner Unschuld? Ja, weil ich ihn kenne. Ich kenne ihn. Er kriegt die Frauen auch so. Er braucht die nicht zu vergewaltigen. Das braucht er nicht. Ne? Ich habe das ja alles erlebt, wie die Schauspielerinnen sich an ihm hängen. Und das habe ich ja alles erlebt. Herzlichen Dank, Frau Steeger, für Ihre Einordnung und Ihre Position zu der Sache. Vielen Dank. Also ich stehe jederzeit zu ihm. Danke Ihnen. Okay.